Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kops. Also wenn ihr in der letzten Folge nicht bis zum Schluss geschaut habt, ich wünsche euch auch nachträglich einen schönen Advent. Ersten Advent und so eine schöne Woche Start zum zweiten Advent. Ja, wir machen hier weiter unsere Aufgaben. Ich habe hier dir nun schon vieles in dieser Kampagne gezeigt. Und du hast deine Aufgaben super erfüllt. Wir springen jetzt einige Monate nach vorne, damit ich dir zeigen kann, wie es mit den Tieren weitergeht. Wenn sie ihr Zielgewicht von 800 bis 950 Kilogramm erreicht haben. Na, so schön. Schwere Bobbys. Oh, jetzt geht's vorwärts. Wenn die Meldung genug Futter ist, gut, ne? Ist ja den Logik dabei, jeden Tag füttern normalerweise, oder jeden. So, die Tiere wurden Tag für Tag mit der Meisterschaft aus deinem Silo gefüttert und haben sich sehr gut entwickelt. Nach 19 Monaten haben sie ihr Schlachtgewicht erreicht und du musst sie nun zum Viehhändler zurückbringen, um sie dort zu verkaufen. Vor der Schlacht kommen sie auf eine Wiese, damit sie sich vom Transport erholen können. Da weiden sie nun etwa eine Woche und werden dann zum Schlachter gegenüber getrieben. Naja. Heißt für mich bestimmt hinfahren, ne? So. Okay, wir müssen bestimmt. Ja, wir haben noch frühen Tag. Hänge den Viehanhänger beim Unternehmer an den Arion an. Wie geht Licht an, du? Automatisch. So. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir starten. C. Nee. Mauswahl, Strecktaste links. So. So, das mal hier ganz kurz löschen. Denn das hier ist ja für mich nicht relevant. Bei der Mission hat er gesagt, die Tiere werden versorgt. Nach so langer Zeit ohne zu versorgen, jeden Tag würden garantiert nicht mehr leben. So, wir fahren jetzt Lohnnehmer und den Viehanhänger holen. Dann mal los. Durch die andere Richtung fahren, ne? Wie gesagt, hier viele Wege für nach oben und oh, heuer hat er nicht gebraucht. Naja, gut. Wir fahren schnell zum. So, da links. Wir fahren mal schnell rüber. Sonne steht tief. Was Neues, ne? Oh, Kollege. Wir zahm Farming hier. Na, kommen Autos? Na, no, nicht dich, ne? So. Jetzt wieder Steam deaktivieren sollen. Auf Privatstellen, dann kommt die Meldung da halt nicht. Also hier Wahnsinn, was hier an FPS runtergeht. Das ist ja Wahnsinn. Aber noch läuft es flüssig, wenn man so sagen, ne? 30, 31. Was ist hier eigentlich groß, was sich bewegt? Das finde ich eigentlich, ne? Traktor. Naja. Ausbaufähig. Könnte ein bisschen ressourcenschonender sein. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu dunkel geraten. Da sind wir wieder. Also Anhänger brauchen wir bald mal selber, ne? Bringt Sorgen, ne? So, fangen wir an.
Bin kein Freund von Borgen, also sowas mache ich gar nicht. Wenn ich weiß, ich habe Tiere, dann muss ich auch entsprechende Gerät zur Verfügung haben. So, wir fahren jetzt aber rechts, ne? Das geht zum Stall. Der Stall ist im Grunde einfach, wir fahren rein und dann nahmen die Tiere auf. Das geht ja. Muss doch mal gucken, ne? Autos kommen, ne? So. Aber automatisch. Wir machen es bequem, ne? Ja. Da guck. Dieser FPS. Muss ich mal meine Leistung zurückfahren? Das kann es ja überhaupt nicht sein, ne? Na gut. Solange nicht ruckelt, ne? Geht's. Ich möchte ja auch nicht die entsprechende Landschaft nicht reduzieren. Ja, wir fahren jetzt entsprechend zum nach Hause, zum Stall und werden mal ein paar Bullen aufladen, ne? Mal sehen, wie viele. Normalerweise, nach so lange müssten die alle entsprechend auf Gewicht sein. Also alle in den vier Boxen. Auf. Ja, hier ist das Vorfahrtsschild, ne? Ich kann noch einen Führerschein machen, ne? Sehr lehrreich für die Kinder, wenn jemand lernt, ne? Also dann gleich ein bisschen Verkehr kennenlernen. Verkehrsschilder und so. Naja, eine Tür jedenfalls. Hier kann nichts passieren, das ist gut dabei. Oh ja, die Woche habe ich Frühschicht. Das ist schon eine gewaltige Umstellung gegenüber Spätschicht. Und den Fehler machen mit der Schlaf ist nicht gut. Den Fehler habe ich mal gemacht und dann konnte ich nachts nicht schlafen und dann zuckte sich die ganze Woche durch mit dem schlecht schlafen, ne? Dann war es dann früh müde und am nächsten Tag war es wieder geredet und dann, das ist nichts. Lieber heute durchkämpfen und dann normal im Bett gehen. 19, 20 Uhr, je nachdem. So, was sagt der Professor? So, vor dem Beladen des Transportwagens werden die zunächst. Achso, vor dem Beladen auf den Transportwagen werden die Bullen zunächst in die Transportbox gepackt. Um das Verladen zu vereinfachen. Transportbox ist gut, ne? Tolle Käse. Gut, ja, okay. Kann man so machen, ne? Also die Boxen sind ja irgendwie auch. Mal gucken, hinten gibt es ein Gatter, ja. Da könnte man die theoretisch. Ja, ich meine, so ein Tiere sind nicht gerade. So. So, transferiere die 5 Bullen auf Stahlsegment 3 in Transportbox. Das heißt F1 Tiere. Erich. Nee, ne? Das gibt's nicht. Hermann, das gibt's nicht. Wie kommt hier mein Name? Ah, das habe ich nicht eingestellt. So, 3. Dann Transportbox 3. Alle nicht. Gattung. Hornträger, okay. Gattung, alle. Rinder. Rasse. Nach Name. Gewicht. Groß 3. Kann man hier nicht erkennen, ne? Aber echt nicht. Gewicht. Alter. Oh, Stall. 3 war die Rede gewesen.
Muss nur den Stall finden, ne? So. Bestand, okay, Stall 5. Stall 3. Erwin. Verkaufen nicht. Verladen auch nicht, die Händler. Transportbox. Dann Stall 4. 5. Charles. Der soll Transportbox. Dann Stall 3. Karl Ernst. Berlan. Joves, nicht Josef oder so, oder Josef. Man muss sich nur hier ein bisschen reinfuchsen, geht das. Dann haben wir noch Wilfried. Super. Also, beim Bohlenverladen muss man immer besonders aufpassen, da sie groß sind, manchmal ihren eigenen Kopf haben. Und eine Person von knapp 100 Kilogramm hält einen Bullen von 99 Kilogramm nicht auf. Daher muss man immer vorher alles absichern, sodass sie nicht weglaufen können. Das ist klar. Transportbox, Stall 1. Verkaufen nicht. Wie geht der Spaß nochmal? Klar. Die Bullen Tiertransporter haben, ne? Dann machen wir anders. Ja. Versuchen. Natürlich Bilan, ne? Wie gesagt, das sind Tiere von knapp 1000 Kilogramm. Das soll man nicht unterschätzen, ne? Das geht so einfach nicht. Also Bullen können auch sehr aggressiv sein. Also, mein gut, wenn man die persönlich aufzieht, ist das nicht ganz so dramatisch. So. Aber wie gesagt, Risiko ist doch immer dabei. Allein sollte man auf jeden Fall nicht machen. Viele Bullen haben auch Nasenring, damit man sie besser handeln kann. Ne? Also sind im Kopf ein bisschen empfindlich in der Nase, wenn man da. Wer so eine Tierschau mal gesehen hat, die haben einen Stock, die haken ihn ein und dann ist entsprechend unter Kontrolle. Und aggressive Tiere haben sie da eh meistens nicht, ne? Das ist doch riesige Bobbys, kann man sagen, ne? Die lassen nichts stehen. Sollte man aufpassen. Wir fahren jetzt zum Händler und zur nächsten Folge geht dann mit dem Verkauf los, ne?
So, Autos kommt ja keine hier. Und dann werden wir ganz kurz mein Bild ein bisschen heller machen. Ein bisschen zu dunkel geraten. Muss ich aber separat tun. Eine Steuerung. So, 0,8 Kilometer noch. Jetzt haben wir März. Ich bin schon froh, dass ich das mit der Lenkung hingekriegt habe, dass wir auch nicht mehr mit Maus und Tastatur fahren müssen. Oder Maus an sich. Also mit Lenkung und wie schlimm. Ja, mach euch Platz. Würde ich auch tun, wenn ich komme. So, verkaufen. Ich bin ja gespannt, was für einen Preis wir kriegen. Ich glaube nicht viel. Ob ich gleich 5 kaufen darf? Wir fahren in die verkehrte Richtung, Junge. Boah. Wir haben uns gleich verfahren, Junge. Seid doch. So, jetzt machen wir N. Geht nicht mehr schief hier. Über eine Brücke. Geht's rüber. Da rechts nehmen wir es an den Monitor jetzt. Müssen den neuen Rechner oder den alten Rechner ein bisschen einrichten. Dazu muss er da stehen. Grüße gehen raus. Ich hoffe, schaut mal rein. Dann nerven wir nicht jetzt, ne? So, obwohl schon ganz gerne und oft geht schon einigermaßen. Ja, das ist schön hier. Ja, ich denke mal, hier ist noch einiges ausbaufähig, ne? Also. Aber ich sag mal so, sag mal zufrieden, dass das einigermaßen funktioniert, ne, bis jetzt, ne? Ist ja klar, könnte man sicherlich beim Maschinenpark und Fahrzeuge noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, für Kleinbauer hier zum Anfang reicht das erstmal. Da nutzen einen viele Fahrzeuge, wenn sie nicht funktionieren, ne? Und sag mal ehrlich, LS hat auch klein angefangen. Vielleicht haben sie auch ein bisschen bei der Entwicklung überschätzt, ne? Kann sein. So ist die entscheidende Frage dabei nachher, wie schlägt sich's ein im Verkauf und ist das kostendeckend, ne? Das ist immer eine entscheidende Frage. Und dann kommt auch sicherlich jetzt eine andere noch dazu, ne? Was ich gehört habe, dass zu Weihnachten ein Update geben kommen soll, ein größeres. Aber ob das stimmt, das war mal in einem Livestream gewesen, geschaut. Entwickler. Aber wie gesagt, ist ja noch eine Weile hin. Und ob dann auch soweit ist, werden wir abwarten. Ne? Enttäuscht sein ist man ganz schnell. Oh ja, klappt nicht. Ist auch lieber ein bisschen länger warten, dafür funktioniert das ja auch, ne? Aber mal schauen, ist ja noch ein paar Wochen hin. Wie gesagt, den ersten Event haben wir schon geschafft. Jetzt schaffen wir auch bald den zweiten. So, angekommen. So, Zuschauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Schon ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle Kops. Und nochmal ein dickes Dankeschön für fleißige Reinschalten und Reinschauen und natürlich auch liken. Tschüss.